Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin richtig hyped. Ihr seht es auf jeden Fall an meinem Titel. Ich hole mein allererstes Auto gleich ab. Was ist gleich erst in 6 Stunden? Ach, was für 6 Stunden? Ich bin leider erst in 3 bis 4 Stunden da, weil das Auto in Hamburg steht. Und ich muss da gleich mit meinem Vater hinfahren. Aber leider kann ich das Auto noch nicht selber fahren, weil ich noch nicht 18 bin und kein begleitetes Fahren mache. Das ist natürlich sehr belastend, sonst hätte ich wirklich heute liebend gerne mein eigenes Auto gefahren. Egal, Leute, noch eine Woche. Und dann bin ich auch endlich 18 und dann kann ich auch endlich Auto fahren. Oh mein Gott, ich wurde in den letzten Tagen wieder so viel herumkutschiert und ich dachte mir die ganze Zeit, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich in einer Woche Auto fahren kann, weil das ist echt alles mega stressig, wenn man kein Auto hat. Wenn ich endlich ein Auto habe, dann bin ich endlich so flexibel, dann kann ich einfach überall hinfahren. Und dann muss mich nie wieder irgendjemand abholen. Aber genau, wir haben es jetzt gerade 11.28 Uhr. Es ist mal wieder sehr früh für mich. Nein. Ich bin ultra hyped, aber oh mein Gott, ihr wisst ja gar nicht, was ich mir für ein Auto hole. Vielleicht hole ich mir dieses Auto, vielleicht doch das Auto oder vielleicht doch dieses Auto. Also, ihr wisst es nicht. Ihr könnt ja mal jetzt auf Pause drücken und einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welches Auto ich mir hole. Also da bin ich echt gespannt, was ihr da von mir denkt. Ach scheiße, ich muss es noch Laura erzählen. Okay, sie schläft noch. Und wenn mein Auto dann auch endlich zu Hause steht, wird es erstmal eine Woche lang hier stehen. Eine Woche lang steht es vor meiner Nase und ich kann es nicht fahren. Freunde, let's go! Ich bin hyped! So, Leute, wir sind gerade jetzt in Bremen und da hinten ist einfach so ein Partybus. Wir sind da komplett am Eskalieren, Alter. Wir müssen noch circa 1,5 Stunden fahren und dann sind wir auch schon da. Leute, wir sind jetzt beim Autohaus angekommen. Ich bin so müde. Oh mein Gott, wir sind 4 Stunden gefahren. Es standen so lange im Stau, aber wir sind jetzt eigentlich angekommen. Wir sind an einem Autohaus angekommen. Ich weiß nicht, Leute, vielleicht ist es dieses Auto, vielleicht ist es das, vielleicht ist es auch das Auto. Man weiß es nicht, welches Auto ich mir hole, aber das werdet ihr gleich auf jeden Fall erfahren. Und ich bin so hyped, oh mein Gott. Aber die Fahrt war wirklich eine Katastrophe. Das war wirklich einfach nur schlimm. Also wir kommen dem Ganzen schon ein bisschen näher. Vielleicht wisst ihr ja jetzt, von welcher Marke ich mir ein Auto hole. Vielleicht sind wir auch schon ganz in der Nähe von meinem Auto. Scheiße, ich habe selber noch gar nicht gesehen, Leute, wirklich. Leute, ich habe mir ein Audi A8 geholt in Weiß. Wie geil ist das denn? Okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Auto eigentlich schon vorher gesehen. Ich habe jetzt auch gerade schon die Schlüssel in der Hand. Ein wunderschönes Auto. Ich habe einfach ein eigenes Auto. Machen wir mal die Tür zu. Sitze ich hier in meinem eigenen Auto. Mann, ich habe ein eigenes Auto. Es ist ein Audi A1 S-Liner in Weiß, Leute. So, alles ganz toll hier. So, da hinten ist auch noch genug Platz, kann ich hier Personen mitnehmen. Aber leider darf ich das Auto nicht fahren. Und ich komme wieder nicht an die Pedalen dran. Aber Leute, oh mein Gott, ich habe einfach ein eigenes Auto. Oh mein Gott, wie geil. Ich habe so ein Dachding, wie man das auch immer nennt. Die 3 Stunden fahren haben sich natürlich gelohnt. Mann, ich würde so gerne zurückfahren. Also alleine zurückfahren, aber ich darf noch nicht fahren. Erst in einer Woche. Oh, ich habe so übertrieben Kopfschmerzen und so übertrieben Hunger. Wir sind hier 4 Stunden hingefahren. Wir standen die ganze Zeit im Stau. Ich sollte mich jetzt eigentlich nicht darüber aufregen. Ich sollte mich jetzt einfach freuen, weil ich endlich mein eigenes Auto habe. Freunde, ey, ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott, ich kann es einfach nicht glauben hier. Meine eigenen Autoschlüssel, meine ersten Autoschlüssel. Leute, ich bin ganz ehrlich, ich hätte niemals in meinem ganzen Leben gedacht, dass das hier mein allererstes Auto sein wird. Ich hätte das wirklich niemals in meinem ganzen Leben gedacht. Ich bedanke mich nochmal an alle Zuschauer, die mich unterstützen, meine Videos gucken, mich supporten. Also ihr habt mir das hier gerade ermöglicht. Alter, das ist wirklich nicht selbstverständlich und das ist einfach nur krass, gerade für mich. Jetzt geht's erstmal wieder 4 Stunden zurück nach Hause, yay. Leute, sogar ganz vielleicht werde ich an dem Auto etwas ändern. Also vielleicht wird es nicht nur weiß bleiben, vielleicht kriegt es auch eine ganz andere Farbe. Vielleicht kriegt es auch irgendein Muster oder so, keine Ahnung. Das wird dann später irgendwann passieren, also jetzt nicht. Einfach mein eigenes Auto. Ach du Scheiße. So, Leute, Laura ist auch am Start.
Laura, ich habe endlich mein erstes Auto abgeholt. Ist das für mich? Ja, wahrscheinlich schenke ich dir jetzt ein neues Auto. Alles in deinen Videos ist doch immer für mich. Nee, diesmal nicht. Maschallah. Wie findest du mich? Super. Ja? Ja. Hast du Lust, eine Runde damit zu fahren? Ja. So, Laura, deine allererste Runde mit meinem Auto. Wie fühlt es sich an? Ist cool? Ist wie ein Sportwagen. Ey, aber ey, nicht so schnell von hier. Kannst du mit meinem Auto fahren, Alter? Meiner Schrottkarre, Alter. Nein, mein Auto ist viel cooler. Möchte ich auf deinem Album sein? Du fragst zweimal, ich sag dreimal. Leute, wisst ihr, was das Geile an diesem Auto ist? Leute, aber eins darf natürlich nicht in meinem Auto fehlen. Oh Gott. Ich bin Isabel. Ich guck Herrn Moritz zum Beispiel, ich tippe für Geld. Ich bin Isabel. Keine Klicks, da check ich meine Schwester AirPods. Ohne Moritz wäre mein Kanal. Laura, wie war die Fahrt? Ist jetzt offiziell mein Auto. Nein, das ist nicht dein Auto. Hallo! Was geht? Ey, du hast dich ja noch nie mit kurzen Haaren gesehen, ne? Nee, doch, wie? Sieht gut aus, ne? Ja, ich feier das extrem. Guck mal, siehst du das hier? Alter, nein. Ich kann ja nicht mal erst raus. Echt jetzt? Ja. Warte. Stell dich mal hier hin. Er soll gestorben werden. Wie geil. Der Wagen, bitte! Junge! Hammer! Weißt du, was traurig ist? Du darfst gleich damit fahren, aber ich nicht! Du darfst damit fahren! So ist das, wenn man nicht 18 ist! Noch eine Woche! Boah, und jetzt setze ich mich einfach rein, weil ich da fahren! Der passt was? Perfekt einfach! Oh, so, Freunde, wir sind jetzt auf so einem abgelegenen Parkplatz. Also hier ist also niemand. Wir werden hier gleich richtig coole Aufnahmen mit meinem Auto machen. Mit Dima! Yes. Yeah! Heute Technik, alles schon kaputt gemacht. Nicht funktioniert! Die Drohne funktioniert aber nicht. Die hat heute irgendwie gar keinen Bock, aber wir haben noch andere Sachen. Yes. Dima ist auch schon mit dem Auto gefahren, aber das habe ich zufälligerweise gerade nicht mitgefilmt. Das ist einfach mein Auto. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt richtig coole Aufnahmen. Let's go! Okay, Leute, ich bin jetzt auch schon wieder bei mir zu Hause und ich habe mir das erste Mal mit meinen kurzen Haaren jetzt mal einen Zopf gemacht, weil es ist ultra warm zu Hause. Oh mein Gott, Leute, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder dieses Video. Also es war einfach wieder ein richtig cooles Video. Ich habe einfach mein allererstes eigenes Auto bekommen. Ich realisiere das irgendwie immer noch nicht. Ich wollte mich nochmal an dieser Stelle ganz kurz bei euch allen bedanken. Also, ich habe das ja auch vorhin schon erwähnt, wie gesagt. Also wirklich vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die mich supporten und immer meine Videos schauen. Und es ist einfach nur toll. Ich freue mich mega darüber. Also, wenn ihr natürlich noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da. Und wer da ein Teil von der It's Me Army ist, lohnt sich wirklich. Es werden noch geisteskranke Videos auf diesem Kanal online kommen. Ich werde ganz vielleicht in den Urlaub fliegen. Aber nur ganz viel. Vielleicht. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns spätestens morgen entweder im Livestream wieder oder vielleicht auch erst übermorgen. Mal schauen. Wir sehen uns und tschüss.